Ja, guten Tag, liebe Pilzfreunde. Wir haben jetzt ein Wochenende im November und es ist immer noch relativ mild. Wir haben noch frostfreie Nächte und heute mache ich mich mal wieder auf den Weg in den Wald und schau mal, was es zurzeit an schönen Speisepilzen in unseren Kiefernwäldern zu finden gibt. Wenn ihr Lust habt, dann begleitet mich doch einfach dabei. Ja, schaut mal hier, eine ganze Gruppe von Butterröhrlingen. Da sind einige schon ziemlich alt, aber hier ein paar sind noch recht jung und frisch. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch reichlich Butterröhrlinge zu finden, wenn man mal schaut. Hier hinten, hier sind noch viel mehr. Alles voll. Schaut euch das mal an, eine Riesenmenge an Butterröhrlingen. Ganz toll. Ja, die sind auch noch in einem sehr guten Zustand. So, hier kann man mal die Butterröhrlinge von nahem sehen. Die haben so einen leichten dunklen Buckel. Dann diese glänzende Hutoberfläche, die bei Regen schmierig schleimig ist. Die muss man dann vor der Zubereitung abziehen, weil sie schwer verdaulich ist. Und ich gehe mal ganz nah ran. Gucken, ob man das sieht. Ja, doch. Da ist so eine radialfaserige Struktur auf dem Hut des Butterpilzes. Ja, und diese Exemplare sind von einer etwas dunkleren, warmen, braunen Farbe. Es gibt aber auch hellere Butterpilzexemplare, die sind dann mehr goldbraun in ihrem Hut. So, hier könnt ihr mal den Butterröhrling von unten sehen. Da kann man die goldgelben Röhren gut erkennen. Die sind in der Jugend noch mehr zitronengelb. Dann hat er einen weißen Stiel mit einem dunklen Ring und dieser Ring ist recht schnell vergänglich. Und oberhalb des Ringes wird der Stiel auch so ein bisschen zitronengelb und weist ganz kleine dunkle Sprenkeln auf. So, hier könnt ihr mal einen ganz jungen Butterröhrling von unten sehen. Der war übrigens abgebrochen, der lag hier schon. Da kann man sehen, dass der da noch so ein Häutchen hat. So ein Velum. Und da hängt dieser dunkle Ring dran. Ja, normalerweise wäre der noch in einem sehr guten Zustand zum Essen, aber der liegt hier wohl schon eine Weile. Deswegen sollte man ihn dann nicht mehr mitnehmen, weil er dann wahrscheinlich schon anfängt, sich langsam zu zersetzen. Aber so sieht ein junger Butterröhrling von unten aus. Da kann man gut den dunklen Ring erkennen und man kann auch die gelben Röhren durchschimmern sehen. Kann man mal umdrehen. Ja, er ist ein bisschen schmutzig. So. Ja, und da kann man auch noch mal die Hutoberfläche gut sehen. Bei Trockenheit hat die Hutoberfläche übrigens einen seidigen Glanz und bei feuchtem Wetter ist sie schmierig schleimig. Ja, hier unter den Kiefern wachsen nicht nur Butterpilze, sondern auch sehr schöne Reizker. Und zwar sind das Edelreizker. Ich hatte ja bereits letzte Mal ein ausführliches Video über den Edelreizker als Speisepilz, aber auch als Heilpilz veröffentlicht. Das könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal anschauen. Ja, der hat den Trichter in der Mitte, die orangen konzentrischen Kreise. Das sind so die klassischen Edelreizker, die sind vorzügliche Speisepilze. Ja, hier mal ein Blick auf den Stiel. Der hat orangefarbene Grübchen. Und unter dem Hut könnt ihr die Lamellen sehen, welche relativ eng stehend sind und den Stiel herablaufen. Und die Milch des Reizkers ist von einer karottenroten Farbe, also geht ins Orange. Ja, und hier habe ich einen wunderschönen Fichtensteinpilz entdeckt. Schaut mal, der ist noch ganz jung und sieht noch sehr gut aus. Mal fühlen. Ja, der Stiel ist noch ganz fest, der dürfte also nicht vermadet sein. Ja, der sieht noch wirklich sehr gut aus, dieser Steinpilz. Man kann auch die Merkmale gut erkennen, den weißen Stiel, den schokoladenbraunen Hut. Ich habe jetzt mal einen Spiegel drunter gelegt, da könnt ihr die Röhren sehen.
also dem Steinpilz, mal unter dem Hut schauen, da seht ihr, die Röhren sind noch von einer sehr schönen weißen Farbe. Ja, schaut mal, das ist wirklich ein wunderschöner Fichtensteinpilz. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, der sieht noch sehr gut aus. Einwandfrei. Da sehe ich doch schon wieder einen Steinpilz. Mal ranzoomen. Ja, seht ihr? Auch wieder ein wunderschöner junger Fichtensteinpilz. Ganz toll, den werde ich natürlich auch mitnehmen. Ich befinde mich hier übrigens in einem Gebiet unter Kiefern. Hier kann man mal in den Kiefernforst schauen. Oh, da drüben sehe ich noch was. Das scheint mir auch wieder ein Steinpilz zu sein. Oh, hier gibt es doch einige junge Steinpilze, die frisch gekommen sind. Ja, da gehe ich mal ganz nah heran. Mal fühlen. Ja, der fühlt sich auch noch ganz fest an. Ja, das ist wieder ein wunderschöner junger Fichtensteinpilz. Toll. Ja, diese beiden jungen Exemplare hier werde ich natürlich auch mitnehmen. Die sind noch in einem wunderbaren Zustand. Ja, und da ist wieder ein Steinpilz. Auch wieder im gleichen Alter wie die anderen drei. Ja, sehr toll, Mensch. Schaut mal, wieder ein wunderschöner junger Steinpilz. Ich gehe mal ein bisschen auf die andere Seite, weil da das Licht besser ist. Dann könnt ihr ihn besser sehen. So, dauert immer ein bisschen, bis die Kamera sich scharf stellt. Ja, seht ihr, ein wunderschönes Steinpilzexemplar. Ja, der Steinpilz gehört ja zu den Dickröhrlingen und gehört auch zu den wenigen Pilzen, die man sogar roh essen kann. Es gibt ja bei vielen Röhrlingen das Problem, dass sie im rohen Zustand giftig sind. Und wenn man sie nicht richtig durcherhitzt, kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen, zum Beispiel bei Raufußröhrlingen und bei vielen Schmierröhrlingen. Aber das ist beim Steinpilz nicht der Fall. Manche Leute essen rohe Steinpilzscheiben im Salat. Man muss gucken dann individuell, ob man das verträgt. Wenn man einen empfindlichen Magen hat, dann ist es wahrscheinlich besser, ihn durchzuerhitzen. Ja, wunderschön dieser Steinpilz. Ja, das ist wieder ein klassischer Fichtensteinpilz, auch gemeiner Steinpilz oder Herrenpilz genannt. Ja, und hier im hohen Grase verborgen finde ich wieder Edelreizker. Der hier ist allerdings schon ein bisschen alt, aber hier nebenan, schwingt mal hier rüber, ja, die sind noch in einem guten Zustand. Die haben übrigens einen obstigen Geruch und Geschmack. Die orangefarbene Milch, die wird manchmal im Laufe der Zeit so ein bisschen graugrün, aber das stört nicht. Nach dem Verzehr von Reizkern bitte nicht wundern, wenn am nächsten Tag der Urin etwas rötlich wird. Das ist ganz normal, wenn man Reizker gegessen hat. Ja, und alle Reizker mit einer orangen oder roten Milch, dies kann man essen. Bitte nicht Reizker mit einer weißen Milch verzehren. Ja, das sind die klassischen Edelreizker. So, hier mal ein Blick nochmal auf die Lamellen des einen großen Edelreizkers. Hier kann man sie ganz gut erkennen. Ja, und hier wachsen auch schon wieder wunderschöne Butterpilze. Da kann man ganz gut diesen dunklen Buckel in der Mitte erkennen. Ja, Butterpilze gibt es dieses Jahr reichlich bei uns im Kiefernforst, wie man sieht. Ja, und auch hier auf der anderen Seite alles voll mit schönen Butterpilzen. Also wer Butterpilze gerne isst, der wird hier fündig. Ja, toll. Alles voll mit Butterröhrlingen. Ja, hier sehen wir einen riesen Butterröhrling. Der ist riesig, ja wirklich. Der hat bestimmt 20 cm in seinem Hutdurchmesser. Der ist natürlich schon viel zu alt zum Essen. Aber wenn man mal mit meiner Hand vergleicht, ein Riesenexemplar. Der ist gewaltig. Und da drüben sehe ich auch wieder was.
Ja, hier diese hellbraunen. Hier dürfte es sich um Kuhröhrlinge handeln. Das sind ebenfalls Speisepilze und sie gehören auch zu den Schmierröhrlingen. Die haben diese milchkaffeebraune Farbe. Mal gucken, von unten schauen. Ja, ja, da sind diese hellbraunen Stiele. Die Röhren des Butterröhrlings sind übrigens von schmutzig-gelber Farbe, groß und eckig. Ja, hier könnt ihr mal die Röhren von unten sehen, wenn ihr in den Spiegel schaut. Die haben diese großen, eckigen Röhrenmündungen. Das ist so typisch für den Kuhröhrling. Der ist auch immer gesellig und kommt in größeren Gruppen vor. Da sehe ich doch schon wieder einen Steinpilz. Ja, der ist auch noch jung, wie ich gerade sehe. Da ist der Stiel schon ein bisschen bräunlich, den werde ich mir mal angucken. Der ist schon etwas angefressen, der Stiel. Das ist auch wieder ein schöner Fichtensteinpilz. Da, der hat diesen feinen weißen Rand an seinem Hut. Das haben die Fichtensteinpilze im Gegensatz zu den Sommersteinpilzen. Die haben in der Regel diesen feinen weißen Rand nicht. Übrigens kann man den Fichtensteinpilz auch vom Sommersteinpilz dadurch unterscheiden, dass erstmal der Fichtensteinpilz in der Regel einen dunkleren Hut hat als der Sommersteinpilz. Aber vor allem, wenn man mal so ein bisschen die Huthaut abnimmt und runterguckt, dann sieht man, dass beim Fichtensteinpilz solche leichten Rottöne vorhanden sind. Der Sommersteinpilz ist hingegen unter der Huthaut weiß. Ja, der sieht doch auch noch sehr gut aus hier, dieser Steinpilz. Ich schleiche gerade durch einen Kiefernbestand, denn ich habe da hinten schon wieder was entdeckt. Ja, das ist auch wieder ein Steinpilz, aber ein Riesenexemplar. Na, der dürfte schon zu alt zum Essen sein. Aber ich will euch mal die Größe zeigen. Oh, ist der groß. Ja, der ist gewaltig. Toll. Ja, schaut mal, was das für ein gewaltiger Bursche ist. Der ist toll. Aber der Stiel fühlt sich schon ein bisschen gummimäßig an. Also der ist auf jeden Fall schon zu alt zum Essen. Auch wenn man so mal den Hut fühlt, da ist gar keine Festigkeit mehr. Aber der ist natürlich ein gewaltig großes Exemplar. Ganz toll. Ja, und ganz in der Nähe von dem großen Steinpilz wächst hier wieder ein junger Steinpilz. Ja, der ist noch ganz jung und klein. Den lasse ich noch stehen, der soll noch ein Stückchen größer werden. Ja, sehr hübsch. Der ist, ja, vielleicht in seinem Hutdurchmesser, würde ich sagen, vielleicht so 5 cm, höchstens 4-5 cm. Ja, der sieht noch sehr gut aus, dieser junge Steinpilz. Ja, und wieder ein Steinpilz. Hier zwischen ganz jungen Kiefern wächst der. Ja, auch wieder ein schöner Fichtensteinpilz. Da kann man den Hut gut sehen, diese schöne warme braune Farbe. Ja, und hier den Stiel. Der ist jetzt schon so ein bisschen bräunlich überfasert. Also auf weißem Grunde dieses bräunliche Netzmuster, diese Faserung. Die Röhren sind schon ein bisschen gelblich. Der ist also schon etwas älter. Und wenn ich mal fühle, er lässt sich schon etwas leicht eindrücken, also es dürften ein paar Maden schon drin sein. Der ist nicht so fest wie diese ganz jungen Exemplare. Naja, also den würde ich dann doch noch stehen lassen, auch wenn er natürlich äußerlich ganz gut aussieht. Ja, und da ist wieder ein Winzling. Mensch, es gibt wirklich noch jede Menge Steinpilze hier bei uns im Kiefernforst. Ist ja toll. Naja, der ist auch wieder ein ganz kleiner, vielleicht so 4 cm. Den lasse ich auch noch stehen, der soll noch größer werden. Ja, wenn man Pilze sammelt, sollte man die ganz kleinen natürlich noch stehen lassen, die sollen noch wachsen. Und die großen alten natürlich auch stehen lassen, weil man bei Pilzen, wo sich schon das Eiweiß anfängt zu zersetzen, da kann man sich natürlich auch vergiften. So, die mittleren Steinpilze sind eigentlich am besten, um sie zu sammeln. Die noch jung sind, wo die Röhren noch weiß sind, aber die schon eine gewisse Größe haben.
Sie können auch schon leicht gelb sein, die Röhren, das ist auch nicht weiter schlimm. Aber wenn sie schon so ins Olivgelbe gehen und sich dann nach unten durchwölben, dann ist der Steinpilz definitiv schon zu alt zum Essen. So, das hier ist nur ein paar Zentimeter von dem jungen Steinpilz entfernt. Erst dachte ich, das ist auch ein junger Steinpilz. Von oben sieht er ja sehr ähnlich aus, dieser Pilz. Aber das ist doch ein Maronenröhrling. Ja, die Hutkappe hier sieht so ein bisschen ähnlich aus. Aber wenn man dann mal runterschaut, der hat einen braunen, schlanken Stiel. Hat diese Rebbrauntöne am Stiel. Das ist so typisch für den Maronenröhrling. Und wenn man mal mit einem Spiegel drunter schaut, da kann man die gelblichen Röhren sehen, die übrigens, wenn man gegendrückt, blau anlaufen. Das ist zwar nicht bei allen Maronenexemplaren so, aber doch bei den meisten. Das verfärbt sich dann so dunkelblau bei Druck. Ja, der Maronenröhrling, auch Braunkappe genannt, ist ebenfalls ein ganz guter Speisepilz. Ja, der hat vielleicht 5 cm hier, dieser Junge, die werden natürlich noch größer. Und daneben, Moment, da sehe ich noch eine Marone. Was haben wir denn hier? Ja, hier ist eine ganz junge. Auch hier wieder unter Kiefern. Also ich finde Maronen unter Kiefern relativ häufig. Die kommen jetzt erst alle bei uns übrigens. Im Oktober habe ich noch keine gesehen. Ja, ja, da sieht man auch wieder diese blassgelben Röhren und den rehbraunen Stiel. Das ist auch wieder ein Maronenröhrling. Ja, hier habe ich einen Pilz entdeckt, über den freue ich mich besonders, weil der ist bei uns schon relativ selten geworden. Deswegen lasse ich den auch stehen, ist aber auch ein guter Speisepilz. Das ist nämlich ein Sandröhrling. Der hat so eine etwas raue Oberfläche, so etwas feinfilzig, so ein bisschen körnig. Deswegen auch Sandröhrling, so eine Sandstruktur, so eine ganz schöne warme gelbe Farbe. Man kann ihn leicht mit dem Kuhröhrling verwechseln, aber der Kuhröhrling hat sehr eckige, breite Röhrenmündungen, ist auch nicht so ganz gelb und hat auch eine etwas eher schmierige Hutoberfläche. Hier kann man mal den Stiel sehen. Hat auch diesen Gelbton. Und ich werde jetzt mal versuchen, ob ich die Röhren mit dem Spiegel euch zeigen kann. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber die Röhrenmündungen sind hier bei diesem Pilz sehr fein. Und das unterscheidet ihn auch deutlich vom Kuhröhrling, der hat ja diese großen eckigen Röhrenmündungen. Ja, und hier könnt ihr auch nochmal den Stiel sehen. Ja, das ist ein Sandröhrling. Der hat auch einen sehr schönen, warmen Gelbton. Während der Kuhröhrling ist ja mehr Milchkaffeebraun. Aber hier leuchtet der schöne, goldgelbe Ton einem entgegen. Und ich glaube, da drüben sind noch mehr. Geh da mal hin. Ja, Mensch, da sind noch mehr Sandröhrlinge. Das ist toll. Sonst sehe ich die immer nämlich nur einzeln, wenn überhaupt. Wie gesagt, die sind relativ selten bei uns schon geworden. Ja, seht ihr, die haben auch alle diese schöne goldgelbe Farbe. Oh, toll, Sandröhrlinge. Ja, ja, das sind welche. Die haben diese ganz feinen, engstehenden Röhrenmündungen. So, hier könnt ihr mal den einen Sandröhrling von der Seite sehen. Da könnt ihr gut den schlanken, zylindrischen, gelblichen Stiel sehen. Hier habe ich noch einen etwas jüngeren Sandröhrling entdeckt. Da ist der Stiel noch etwas kräftiger. Da kann man auch diese schönen Goldgelbtöne sehen. Und wenn wir mal auf den Hut schauen, mal gucken. Ja, da kann man diese feinkörnige Struktur sehen. Also der Hut fühlt sich etwas filzig an und hat so eine feine Körnung, wie Sandkörner eben. Das hat zum Beispiel der Kuhröhrling nicht. Ja, und daneben ist noch ein weiterer junger Sandröhrling. Die leuchten hier sehr schön hervor. Die stehen übrigens hier auch alle wieder unter Kiefern. Ja, gute Speisepilze, aber auf jeden Fall bei uns in der Region zumindest schonenswert. Deswegen lasse ich die Sandröhrlinge bei uns immer stehen, damit sie sich dann auch gut ausbreiten können. Ja, hier sind noch mehr Sandröhrlinge, toll. Diesmal ganz große. Ja, die können doch ganz schön groß werden. Ich würde sagen, so etwa 15 cm könnten die durchaus haben. Ja, hier auch nochmal. Ja, alles Sandröhrlinge.
Toll, so viel auf einmal habe ich bei uns noch nicht gesehen bisher. Ja, schön. Ja, das fühlt sich so feinfilzig an, wenn man rüberstreicht. Da drüben auch wieder einer. Ja, der da hinten ist auf jeden Fall schon ein älteres Exemplar. Ja, da freue ich mich sehr über diese wunderschönen Sandröhrlinge. Mal gucken. Bisschen wegmachen hier, das Gestrüpp. Kann man dann nochmal den Stiel sehen. So, und hier könnt ihr mal im Vergleich zum Sandröhrling einen Kuhröhrling sehen, weil die ja sich sehr ähnlich sehen. Da ist die Hutoberfläche aber glatt und etwas schmierig, hat nicht dieses feinfilzige und auch nicht diese Körnung. Und der Ton ist auch mehr Milchkaffeebraun, nicht so schön warm gelblich. So, und wenn man mal hier in den Spiegel schaut, dann kann man die Röhrenmündungen sehen, die sind groß und eckig und nicht so fein wie beim Sandröhrling, nicht so engstehend. Ja, und der Stiel hat auch diese milchkaffeebraune Farbe. Ja, beide Pilze sind essbar, Sandröhrling wie auch Kuhröhrling, aber der Sandröhrling ist vom Geschmack her doch um einiges besser als der Kuhröhrling. So, hier nochmal der Kuhröhrling von der Seite. Hier könnt ihr mal einen Kuhröhrling von unten sehen, der lag hier schon, das ist schon ein etwas älteres Exemplar. Da kann man sehen, wie groß und eckig die Röhrenmündungen sind. Also ganz anders als beim Sandröhrling. Hier haben wir wieder eine Gruppe Kuhpilze oder Kuhröhrlinge. Wie man sieht, sind diese Pilze sehr gesellig. Hier nebenan ein ganz großes Exemplar. Oh ja, der dürfte so etwa 15 cm in seinem Hutdurchmesser haben. Ja, wieder diese typisch milchkaffeebraune Farbe und die etwas schmierig-schleimige Hutoberfläche. Und wieder ein Steinpilz. Ja, ein sehr schöner Junge. Aber der ist auch noch sehr klein, der hat vielleicht 4 cm in seinem Hut. Den werde ich auch stehen lassen. Ich glaube, da drüben ist noch einer. Ich gehe mal hier rüber. Ja, ich bin auch immer noch unter Kiefern. Ja, da sehe ich noch einen. Das ist ein großer Steinpilz. Ja, sehr schön, dieser Steinpilz. Oh ja, da ist der Stiel schon sehr gummimäßig. Der dürfte also vermadet sein. Ja, und die Röhren, wie wir sehen, die sind schon olivgelb und wölben sich stark nach unten. Also einen solchen Steinpilz würde ich dann stehen lassen. Der ist dann wahrscheinlich schon zu alt zum Essen. Aber ein sehr schönes, großes Exemplar. Ja, schaut mal hier, wieder ein wunderschöner Steinpilz, auch hier wieder unter Kiefern. Ach, übrigens, was ich vorhin noch nicht gesagt habe zum Sandröhrling, der wird übrigens auch Hirsepilz genannt, wegen seiner goldgelben Hirsefarbe und weil er diese feinkörnige Struktur hat, wie Hirse halt. Ja, aber dieser Steinpilz ist natürlich auch wieder sehr schön. Mal gucken, wie der Stiel ist. Ja, der Stiel scheint noch fest zu sein. Ja, der sieht noch sehr gut aus. Ich glaube, den werde ich auch noch mitnehmen. Ja, wenn ihr hier in den Spiegel schaut, könnt ihr die Röhren sehen. Die sind noch wunderschön weiß bei diesem Exemplar. Der Stiel ist weiß mit bräunlicher Überfaserung. Ja, der sieht sehr gut aus. Den werde ich jetzt auch noch mitnehmen, diesen schönen Steinpilz. Hier nochmal der Hut. Oh, ein wunderschöner Steinpilz. Schaut mal hier, zwischen dem Heidekraut. Das ist schon ein etwas älteres Exemplar, der ist schon deutlich bräunlich überfasert. Boah, der fühlt sich ein bisschen weich an, also der hat sehr höchstwahrscheinlich doch Maden. Aber er sieht wunderschön aus. Ja, ganz toll, dieses Steinpilzexemplar. Auch so ein schöner, tiefer, warmer Braunton mit auf seinem Hut und deutlich auch der weiße Rand zu sehen. Ja, und hier noch ein sehr schönes Exemplar, auch gleich daneben, auch wieder im Heidekraut verborgen. Ja, schaut mal, hier sind wieder zwei sehr schöne Steinpilze, diesmal mit richtig hellem Hut, fast sandfarbenen Hut.
Man kann auch den weißen Stiel erkennen. Ja, die sehen anders aus als die von vorhin. Ich gehe mal näher ran. Ja, seht mal, das sind Sommersteinpilze. Die sind nämlich unter ihrer Huthaut, wie man hier an den abgeschabten Stellen sieht, nicht rötlich, sondern weißlich. Und sie haben auch deutlich hellere Hüte als die Fichtensteinpilze. Ja, das ist ein sehr schöner Sommersteinpilz. Und der hier nebenan, ja, das ist ebenfalls ein Sommersteinpilz. Seht ihr diesen milchkaffeebraunen Hut? Ja, und hier kann man auch nochmal direkt unter der Huthaut schauen. Da hat irgendein Tier dran genagt. Da sieht man auch, dass da keine Rottöne sind. Denn die Fichtensteinpilze haben immer so rosa-rötliche Töne direkt unter der Huthaut. Aber hier sieht man, dass der weiß ist. Das ist definitiv ein wunderschöner Sommersteinpilz. Und der ist auch recht groß. Der hat vielleicht so 18 cm in seinem Hutdurchmesser. Ja, ein sehr schöner Sommersteinpilz und der daneben natürlich auch. So, hier könnt ihr mal den einen großen Sommersteinpilz von der Seite sehen. Der hat einen ziemlich langen Stiel. Und die Röhren sind schon von olivgelber Farbe und wölben sich etwas nach unten. Also zum Essen ist der schon zu alt, dieser Sommersteinpilz. Aber zum Anschauen ist er natürlich wunderschön. Mit dieser klassischen hellen Hutfarbe. Ja, was da so knatscht, ist die Kiefer. Heute ist nämlich etwas stärkerer Wind und dann stoßen immer so die Kiefernbäume zusammen und knatschen. Ja, das ist hier wieder ein sehr schöner Steinpilz. Diesmal wieder ein Fichtensteinpilz. Der hat wieder diesen dunkleren schokoladenbraunen Hut. Ja, auch wieder ein Fichtensteinpilz, aber der ist schon sehr stark angefressen. Also den kann man stehen lassen. Oh, schaut mal, das sind Riesensteinpilze, die hier wachsen. Ja, das sind ganz große alte. Das ist ja ein gewaltiger Bursche, mal gucken. Ja, schön, ein ganz großer. Der hat mindestens 20 cm an seiner breitesten Stelle. Ein toller großer Steinpilz. Zum Sammeln natürlich schon zu alt. Dann kann man den weißen Stiel sehen. Aber auf jeden Fall wunderschön. Ja, und daneben sehe ich gerade, da hat sich noch ein kleinerer verborgen. Ja, hier. Das ist hier so ein Holzstapel. Ja, da kann man auch den weißen Stiel sehen. Ich glaube, hier sind auch noch mehr. Ja, da drüben sehe ich auch wieder ein. Da gehe ich mal rüber. Ist jetzt ein bisschen windig. Nicht wundern, wenn der Wind etwas schlägt. Ja, auch ein ganz großer alter. Schaut mal, den dicken weißen Stiel. Ja, natürlich auch schon viel zu alt zum Essen. Da kann man sehen, wie die Röhren sich nach unten wölben. Aber sehr schön, auch wieder sehr groß, dieses Exemplar. Und noch ein Steinpilz. Ja, sehr schön. Die wachsen hier übrigens unter jungen Kiefern. Hier sind mal die Kiefernäste zu sehen mit den Nadeln. Ja, hier seht ihr einen weiteren Steinpilz. Aber der ist schon etwas weißlich oben auf dem Hut. Der hat einen ganz dicken Stiel, wie man sieht. Der ist richtig knorrig. So ein richtig alter, knorriger Herr ist das schon. Ja, und der wird oben schon weißlich. Ne? Den sollte man dann natürlich nicht mehr nehmen, wenn er oben schon diese weißlichen Verfärbungen hat. Ja, ich glaube, für heute habe ich genug Steinpilze gesammelt. Ja, sehr schön. Ja, diese Menge reicht für heute. Ja, liebe Pilzfreunde, wie ihr seht, gibt es doch noch allerhand an schönen Speisepilzen in unseren Wäldern zu finden. Ich freue mich natürlich besonders über diese tollen jungen Steinpilze, die ich heute gefunden habe. Ich freue mich aber auch sehr über den Sandröhrling, der ja bei uns, wie ich vorhin schon sagte, relativ selten geworden ist. Den lasse ich natürlich dann auch stehen. Ja, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut euch bitte auch die anderen Videos auf meinem Kanal an.
euch allen noch ein recht schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, eure Katla.